Ja, Power of DAX. DAX, mein Lieblingsbestandteil von Power BI. Und das bin ich nochmal. Also, wenn Leute jetzt erst nachmittags das erste Mal dazugekommen sind, dann sehen die mich jetzt auch. Also, ich bin BI-Berater und Analyst. Und wer mehr wissen möchte, kann gerne eins der diversen Social Media Plattformen dann besuchen. Ja, mache auch YouTube-Videos und ja, edit mich oder fragt mich beliebige Sachen. Will da gar nicht so viel über die Firma erzählen. Das ergibt sich ja jetzt gleich im Vortrag selbst. Und zwar soll es auch nur noch ein kurzer Abriss sein, worum es geht, und dann gehen wir auch gleich in die Anwendung. Also dieser Vortrag, der ist entstanden aus interaktiven Workshops, also hat auch so ein bisschen Bauchladen-Flair, weil ich verschiedene DAX-Funktionen und Berichte zeige. Deswegen an dich, Katrin, wenn du Fragen siehst über den Chat oder so, darfst mich auch gerne unterbrechen, weil ich glaube, am Ende dann suchen wir wieder genau die Formel, genau den Bericht, den ich mal auf hatte. Und wäre effizienter wahrscheinlich, bei dem Vortrag die Fragen gleich zu machen, wenn denn welche Okay, kommen. machen wir. Genau, ansonsten seht ihr hier so einen Grobabriss. Der Schwerpunkt von dem Vortrag ist gar nicht die eigentliche Hauptfunktion von DAX, also nicht das Filtern, weil DAX ist ja eine Programmiersprache oder Formelsprache, genau genommen. Und man da auch den Anspruch wissenschaftlich hat, das zu formulieren. Das ist eine Formelsprache und mit dem Schwerpunkt oder der Stärke Filter. Also filtertechnisch kann man da so gut wie alles machen. Dieser Vortrag hat natürlich auch Filter drin, aber der Schwerpunkt ist einfach die dynamische Gestaltung des Berichts. Also das spielt sich auf einer Oberfläche ab. Und alles andere zeige ich am besten gleich, wenn ich so die Berichte durchgehe. Genau, dann die Folien sehen wir erst zum Ende wieder. Genau, ich fange auch gleich mit einem relativ einfachen Beispiel an. So zur Aufwärmung. Ja, ein bisschen Hintergrund dazu. Das Bild verwirrt jetzt zu Recht. Das basiert bei mir ja alles auf realen Erlebnissen. Da gab es einfach einen Kunden, der eben sich verschiedene Kennzahlen gewünscht hat. Und dann, ja, habe ich die gemacht, also wurden auch berechnet, klar. Und dann kommt jetzt die Frage nach der Darstellung. Also so sollte es natürlich nicht sein. Ich hoffe, das stimmt ja mir alle zu, weil so richtig was anfangen kann man damit ja nicht. Also es ist alles da, also sozusagen Mission erfüllt, Kunde überfordert. Und darum habe ich da eine Visualisierung gewählt, hier noch ausschließlich mit Standard Visuals. Auch hier wichtig zu sagen, das ist ein ganz einfaches Liniendiagramm. Und was so die Stärke davon ist, man kann die einzelnen Kennzahlen hier einblenden oder ausblenden. Und natürlich macht das nur bedingt Sinn, wenn ich jetzt hier Prozentwerte und Absolutwerte in einer Grafik habe, sind die Prozente hier auf der einen Achse irgendwo minimalistisch. Das kriegt man auch gelöst. Aber das Erste ist ja, wie funktioniert dieser dynamische Filter? Und das ist an sich gar nicht so kompliziert. Wenn ich jetzt mir diese Grafik angucke, dann sehen wir, da sind eigentlich alle Measures drin. Und wenn wir uns die Measures im Einzelnen angucken, dann nehme ich mal hier als Beispiel den Umsatz, sind alle gleich strukturiert. Also nur wenn die Kennzahl hier ausgewählt ist in diesem Filter, dann soll er was anzeigen. Und keine Else-Bedingung, also es gibt auch keine Nulllinie oder so.
die ist einfach nur nicht zu sehen. Und dadurch kann ich quasi vortäuschen, so eine dynamische Auswahl zu haben, rein mit Standard Visuals. Also kann ich nochmal hier zeigen, mit Ein- und Ausblenden. Gibt einen kleinen Schönheitsfehler, kann man natürlich auch lösen. Also Frage, ob es jetzt ein Fehler ist oder gewollt ist. Die Legende ist immer zu sehen, wie man sieht, weil die ja eigentlich alle Measures da sind. Also auch das habe ich jetzt gelöst, indem ich jetzt auch nur mit Standard Visuals erstmal die Legende einfach weggemacht habe und hier als extra Visual eingeblendet habe. Da sollte man dann natürlich den Kreuzfilter rausnehmen. Aber wir sehen, wenn ich jetzt hier die Kosten mit einblende, tauchen die auch in der externen Legende auf. Genau, das ist einfach eine schnelle Lösung, um so eine dynamische Anzeige zu haben, ohne Bookmarks. Weil bei Bookmarks ist gerade dann die Frage in beliebiger Zusammenstellung, das würde ja exponentiell von der Anzahl der Bookmarks sein. Also ist ein gutes Beispiel, wo man mit DAX eben Flexibilität in den Bericht bringt, was mit Bookmarks komplizierter wäre. Bookmarks sind dann eher gut, wenn ein Benutzer sich eben etwas zusammenstellt und dann persönlich abspeichert. Klar, dann sind die Bookmarks super. Ja, um das dann, weiß ich, noch etwas besser zu machen, kann man natürlich auch ein Visual mit mehreren Achsen nehmen. Also inzwischen gibt es das ja auch im Standard, aber als das entstanden ist, noch nicht. Das sieht hier ein bisschen wild aus, aber das ist das Visual von XVIS. Und hier kann man ja mehrere Y-Achsen haben. Hier fünf. Also nicht alle ausgenutzt, aber ihr seht, ich habe so nach Wertebereich die Werte gegliedert. Und entsprechend, man kann sie immer noch ein- und ausblenden, aber die sind an verschiedenen Achsen zu sehen. Und so kann man auch Prozentwerte und Absolutwerte sich in einem Bild angucken, wenn man möchte. Und dann, ja, es ist nicht alles an der Nulllinie oder so, nur weil es ein Prozent ist. Natürlich auch hier, wenn ich jetzt alle auswähle, sieht das immer noch wild aus. Völlig nachvollziehbar sind halt viele Kennzahlen. Und das Gute hier an dem XVIS Visual, was ich ja immer noch im Standard vermisse, dass man eben pro Achse auch entscheiden kann, wie das aussieht. Dass man auch Balken und Linien mal mischen kann, also auch in der Sicht mit mehreren Achsen. Ich weiß, in dem hier geht das auch, aber nur einmal. Genau, das einfach so das erste Beispiel. Also es wird auch mit der Zeit immer ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Das zeigt einfach, wir können dank DAX dynamische Ansichten realisieren. Gut, dann keine Unterbrechungen durch Katrin. Dann gehe ich gleich in den nächsten Bericht. So, ich schließe das alles, aber es speichert zu Spaß. So, dann der nächstgrößere Bericht. Hier habe ich ein paar Sachen. Also ist ein, ja, so ein Gastronomiebericht. Ja, zurzeit haben die natürlich da nicht mehr so viel. Aber sind alles auch natürlich falsche Zahlen, anonymisiert. Die Idee hinter diesem Bericht ist hier Tageswert, Monatswert und Jahreswert, also jeweils kumuliert. Wir sehen hier 30. Dezember, dann der Dezember und dann das ganze Jahr 2019, wo man sich einfach relevante Kennzahlen, wie zum Beispiel die Auslastung hier und Sitzplätzen hier angucken kann. Und unten dann auch die Finanzdaten bzw. Umsatzdaten pro Produkt dient einfach den Geschäftsführern da tagesgenaue Sicht zu haben und natürlich auch mit so kleinen Spielereien. Wann sind wir besonders ausgelastet? Welche Kellner haben hier den Umsatz gemacht?
Aber eine Sache, die ich jetzt zeigen will, das zeige ich am besten hier, weil das ein praktisches Problem war, was dann aufgetaucht ist. Und zwar, hier sehen wir mal alle Monate nebeneinander. Und ja, übrigens auch, ich habe genau dieselbe Vorgehensweise wie Lars eben verwendet, um das tagesgenau zu ermitteln. Also ist auch tatsächlich praktisch sehr effektiv, die Vorgehensweise. Wir haben uns nicht abgesprochen. Was ich aber zeigen wollte, ist hier, Januar bis März gibt es keine Zahl, weil da hat der Betreiber erst übernommen, dieses Restaurant hier, und angegliedert an seine Firma. Deswegen gibt es keine Zahlen, Januar bis März. Was passiert jetzt, wenn der unbedarfte Geschäftsführer sich aber was anderes angucken will? Also jetzt gehe ich mal in den März und dann sehen wir, ja, ist leer, das ist leer. Und wenn man jetzt nur das hätte, dann könnte ich sagen, okay, Bericht funktioniert nicht, was soll denn das? Keine Zahlen. Und dann dreht sich die ganze Diskussion nur um den scheinbaren Fehler vom Bericht und gar nicht um die Zahlen. Obwohl hier der Grund ganz klar die Datenquelle ist. Also ich als ITler sehe das natürlich, aber wenn man jetzt in der Rolle ist von einem Geschäftsführer, der sich mit der IT so wenig wie möglich beschäftigen will, dann ist das ja für ihn einfach ein Grund, das nicht zu nutzen, oder jedenfalls ist da auch die Geduld in dieser Branche nicht so da. Deswegen gibt es aber das. Und ich zeige das nochmal. Wenn ich jetzt in den April gehe, dann habe ich Zahlen. Wenn ich in den März gehe, verschwindet das plötzlich und ich habe hier die Meldung. Und damit ist das geklärt. Damit kann man auch erklären, warum hier nichts ist, keine Daten für den Zeitraum vorhanden. Ja, wie ist das jetzt realisiert? Wie können Visuals verschwinden? Da zeige ich nochmal genau, wie es aufgebaut ist. Das ist einfach nur ein Quadrat, also ein Textfeld. Und wie komme ich da jetzt hin? Ich habe hier beim Hintergrund eine bedingte Formatierung. Ja, das lädt über die Websession. Zum Glück sehe ich es auf dem zweiten Bildschirm. Und zwar ist das ganz interessant. Der nimmt anscheinend immer die Farbe des Measures Visible an. Okay, dann schaue ich mir das Measure mal an. Zwar suche ich mal das Measure Visible. Und was steckt da drin? Da sehen wir was ganz Spannendes. Also wenn der Monat leer ist, also ich prüfe erst, ob in der Kalendertabelle Runde unter Jahr Monat ein Wert drin ist oder eben nicht, weil da keine Werte für vorhanden sind. Und wenn der leer ist, dann taucht offensichtlich hier dieses Grau auf und sonst nicht. Also das kann ich jetzt auch ändern, um einfach den Beweis zu erbringen. Ich kenne das natürlich nicht auswendig, aber das müsste eine der Grundfarben sein. Und wenn ich da jetzt das mal durchladen lasse, dann sehen wir jetzt, das können wir es auch in Rot machen. Also die Farbe ist letztendlich frei wählbar. Das ist eben das Tolle dran, dass wir über die bedingte Formatierung hier das direkt nach Measures einfärben. Aber was ist das? Das ist ja eben viel spannender. Das ist eben weiß, aber noch mit zwei Nullen hinten dran. Und das passiert ja immer dann, wenn der Monat nicht leer ist. Also zum Beispiel jetzt im April. Dann gehe ich jetzt mal in den April. Dann sehe ich, jetzt sind ja Werte da. Aber, also, Kreuzfilter geht hier natürlich nicht. Also ich sehe schon, dieses Quadrat ist noch immer da.
Das Quadrat ist aber komplett transparent. Das kann ich auch hier testen, wenn ich das einfach in weiß ändere. So, jetzt ist das auch im April weg, weil anstatt transparent ist das halt weiß. Will ich nicht, deswegen bestätige ich. Also das ist die Möglichkeit, Visuals verschwinden zu lassen. Und aber natürlich mit der Einschränkung, dass man den Kreuzfilter nicht hat. Deswegen habe ich das auch nur hier gemacht, wo wir ihn nicht brauchen und nicht eben über den ganzen Bildschirm. Weil das ginge zwar, aber dann könnte ich hier auch keinen Kreuzfilter machen. Hier auch nicht. Nicht schön. Deshalb vorsichtig dort benutzen, wo Sachen verschwinden sollen und keinen Kreuzfilter brauchen. Auch hier alternativ kann man natürlich Bookmarks nutzen, ist das, was wahrscheinlich am gängigsten ist. Aber mein Problem mit Bookmarks ist eben öfters, dass man beim Wartungsaufwand dann jede Sicht mitpflegen muss oder dann vergisst man irgendwelche Filterkonstellationen da drin. Ich versuche so viel wie möglich über dynamische DAX-Werte zu machen und weniger über Bookmarks. Also so, ja. Ich habe eine Frage. Ja. Und zwar gibt es eine andere Möglichkeit, die Art des Visuals abhängig von bestimmten Measures auszuwählen. Die Art des Visuals. Ja. Also, dass man quasi entweder ein Diagramm hat oder eine Tabelle zum Beispiel. Oder? Zum Beispiel ein Liniendiagramm, wenn alle Monate ausgewählt sind, oder Balkendiagramm, wenn ein bestimmter Monat gewählt ist. Habe ich so spontan nicht ohne Bookmarks zumindest. Also die können ja nur ganz oder gar nicht verschwinden. Und das ist natürlich hier ein Trick, der einfach durch ein Quadrat gemacht wurde. Es gibt bestimmte Visuals, die sind halt einfach leer, wenn gar kein Wert drin ist. Und dann verschwinden sie auch. Ich kann ja hier recht easy den Wert rausschmeißen. Das ist zum Beispiel ein Kreisdiagramm, ist aber auch leer. Und jetzt könnte ich hier bei dem im Hintergrund, das hat auch, ja, es hat auch bedingte Formatierung. Also den könnte ich jetzt auch quasi verschwinden lassen, wenn kein Wert dran ist. Und das mit dem Wert kann ich ja steuern. Das habe ich ja eben gezeigt im Finanzbericht. Ja. Also ich würde es nicht für jedes Visual pauschal sagen, dass es geht. Aber wenn ich natürlich hier den Kuchen so drüber packe und der nur zu sehen ist, wenn da ein Wert drin ist, dann ist das ja wie Balken oder Kuchen. Liegt in Wahrheit auch übereinander, aber ist dann über DAX gesteuert. Kann in bestimmten Konstellationen besser sein als Bookmarks. Okay, gut. Danke. Genau, ja, wie gesagt, ansonsten gerne, ich stelle die Demos auch bereit, gerne als Link. So, dann, also ich nehme das zum Beispiel auch für Zeiträume, diese Filterung über Measures, anstatt das über Bookmarks zu machen, wobei das hier eher ein klassischer Bookmarks-Fall wäre sogar. Also das hier, Renner und Penner, ist tatsächlich ein Fachbegriff aus der Gastronomie, dass man besonders gute und schlechte Produkte oder schlecht laufende sich anschaut. Und worum es mir aber eigentlich geht, ist hier diese Tabelle. Denn wir haben hier den Tagesumsatz und dann war natürlich wieder gewünscht, quasi Monat und Jahr, aber mit Anzahl, mit Durchschnittspreis, mit Gesamtumsatz. Das wäre einfach viel zu groß für dieses Format hier. Und so wurde entschieden, das eben dynamisch zu machen. Also wenn wir hier Ja auswählen, dann
kommen hier die Werte, die Jahreswerte sieht man an der Summe natürlich am meisten, weil der Durchschnittswert sollte sich ja kaum ändern. Genau, und so kann man eben sagen, Monat oder Jahr anzeigen. Dahinter steckt eigentlich die gleiche Logik. Also das hier ist ein Custom Visual, der Chiclet Slicer, so mit einer der häufigsten, den ich nutze. Ich finde ihn einfach sehr praktisch, auch wenn der klein ist. Und was steckt dahinter? Das ist auch kein Parameter hier, sondern das ist einfach eine Tabelle, die ich in Power Query abgetippt habe. Die kann ich auch hier am besten mal zeigen. So. Darstellung, und zwar, ich will einfach ganz dynamisch steuern können, was steht da auf dem Button, was ist die Nummer dahinter. Deswegen habe ich alles gerne als Tabelle selbst und bin dann nicht an diese Rahmenbedingungen vom Parameter gebunden, aber im Grunde dasselbe. Also ich wähle hier aus, was ich dann sehe, und dann sieht man hier, das ist einfach Maximum. Man könnte auch Selected nehmen. Und hier ist einfach, dadurch, dass ich eine Auswahl erzwinge, muss es entweder 1 oder 2 sein. Und dieses Measure hier, das zeige ich dann auch mal. So, und zwar, ich nehme mal hier Umsatz. Ja, ist im Grunde, könnte man genau mit, also wenn 1 zeigt er halt den Monatswert, sonst den Jahreswert. Ja, und natürlich Bad Practice, DAX-Formatter wäre hier gut, aber für so kleines Measure habe ich das mal etwas hemdsärmlich formatiert hier. Genau, aber wir sehen entweder Monats- oder Jahreswert, eine einfache Wenn-Bedingung beziehungsweise Switch-Bedingung hier. Mit der sehen wir gleich noch andere Sachen. Aber es basiert eben auf diesem Measure zur Auswahl der Zeit. Also wir können hier über ein Measure steuern, was diese Spalte anzeigt, die wiederum selbst ein Measure ist. So, ja, das waren jetzt zwei Sachen in diesem Bericht. Das Verschwinden und das Steuern von Measures über andere Measures. Wenn hier nichts zukommt, schließe ich den auch mal. Kommen wir dann zum nächstgrößeren Bericht. Und zwar hier. Genau, ist dieselbe Firma, aber das Hotel jetzt, nicht das Restaurant. Aufbau ist relativ ähnlich. Wir sehen hier ein paar mehr Werte. Also hier eben auch explizit das von Lars benutzte Budget, was ich natürlich tagesgenau aufgeteilt habe. Also muss sein, weil ich will ja auch einzelne Tage angucken. Und Months to Date darf ja nicht alles sein, sondern nur 1. bis 10. Genau, aber darum geht es hier im Grunde. Ist-Werte monatlich vergleichen mit Budget, mit Vorjahr und dasselbe nochmal für das laufende Jahr. Also wir sehen hier von Januar bis Februar. Ist einfach auch hier wieder ein Bericht für die Geschäftsführerebene, um schnellen Blick zu haben. Hat eine 15-seitige PDF abgelöst, die vorher manuell über Excel erstellt wurde. Und ja, was war der eigentliche Grund jetzt hier für komplexe Measures? Also es fängt hier an bei einer ganz normalen Frage, bei der Differenz. Die Differenz, die war als Absolutwert erwünscht. Also hier zum Beispiel Durchschnittspreis ist jetzt über dem Budget. Also man hat durchschnittlich 11 Euro mehr verdient im Februar als geplant pro Zimmer. Und man hätte es aber gerne auch als Prozent. Und ja, das als Extraspalte wäre zu groß. Dann müsste man sich vielleicht für Jahr oder Monat entscheiden. Aber hier sollte alles drauf. Deswegen ist hier der Schalter für
Absolutwert oder Prozent. Also wenn ich hier klicke, sehen wir, die Differenz ist jetzt in Prozent. Also das ist genauso ein Switch wie vorher gesehen. Spannend hier dran noch, vielleicht fällt es dem einen oder anderen auf, wir haben hier auch eine Formatsänderung. Also Prozent ist natürlich immer Prozent, aber wenn ich jetzt auf den Betrag gehe, dann gibt es manchmal Euro-Werte, manchmal Prozentwerte. Und ja, genauso auch bei den Werten, weil manche Kennzahlen wie die Auslastung sind nun mal Prozente, andere Kennzahlen sind Beträge. Und deswegen haben wir da nicht nur eine einfache Auswahl, sondern eine Mehrfachauswahl. Ich zeige mal hier, was dahinter steckt. Das ist eine Tabelle, die eben verschiedene Kennzahlen hat als Filterkriterium. Und man sieht auch, im Grunde jede Spalte ist ein eigenes Measure. Aber was drunter steckt, also zum Beispiel hier beim Actual monatlichen Wert, da können ja auch Eurobeträge oder Prozent stecken. Das heißt, da muss es eine gewisse Komplexität geben, noch innerhalb von so einem Measure. Das schaue ich mir mal direkt am besten hier. So, ihr seht, das ist ein Bericht, der eher viele Measures hat. Also ich habe die jetzt auch nicht ausgeblendet, weil man sollte stolz auf seine Measures sein. Wenn ich mir zum Beispiel den Actual Months to Date angucke, dann sehe, da ist passiert eigentlich nicht viel, sondern er sucht sich da einfach einen Wert und ordnet ein Format zu. Also ein Measure, was rein aus anderen Measures besteht. Also hier geht es dann nochmal im Vergleich zu den anderen Berichten jetzt noch deutlich mehr in die Tiefe, weil um das Ganze so, ich habe nachher auch eine Übersicht. Aber wenn man sich hier durchklickt, dann sehe ich hier Kennzahlformat ist einfach nur ein Switch, der für verschiedene Zeilen verschiedene Formate hat. Also hier ist hinterlegt anhand von einer Nummer, welche Kennzahl welches Format hat und das wird dann einfach zugeordnet. Also entweder Zahl oder Euro oder Prozent. Genau, das heißt, der liefert dynamisch, je nachdem, wo ich bin, in welcher Zeile, mir ein Format zurück. Und der numerische Betrag, der eigentlich dahinter steckt, ja, machen wir gleich beim Monatswert weiter. Ja, das ist jetzt einfach der Betrag, den ich da mal berechnet habe, also noch eine Ebene. Aber natürlich Months to Date. Da gibt es ja eine Standardformel. In dem Fall nutze ich die auch. Also gibt ja auch andere Möglichkeiten, Zeitlogik umzusetzen. Hier hat das perfekt ausgereicht. Und hinter der eigentlichen KPI-Num, da steckt wieder eine Verzweigung, wo dann die wirklichen Kennzahlen sind. Also die Kennzahlen sind hier auch durchnummeriert. Und wenn ich zum Beispiel die Belegung hier angucken will, da steckt wirklich eine Formel dahinter. Aber eben auf einer Ebene, die noch sehr abstrakt ist. Und das ist ja eben das, was ich an DAX auch so toll finde. Man kann da rumrechnen im Grunde wie in einer Programmiersprache und braucht nicht irgendwie versteckte Tabellen, irgendwelche versteckten Blätter und so, sondern einfach im virtuellen Raum rechnen und dann diese Werte ganz gezielt einsteuern, hier anhand von Zeilen und dann auch ganz gezielt formatieren. Also ich habe da mal in einem Workshop versucht, das auch zu visualisieren, was ich da eigentlich gemacht habe in diesem Bericht. Und zwar habe ich auf der wirklichen Nutzebene diese diversen KPIs. Das sind entweder einfache Summenformeln oder auch Rechnungen, wie gerade gesehen, Division und so weiter, ganz einfach. Da rechne ich einfach nur mit Zahlen. Dann, wenn ich die KPIs habe,
Dann habe ich die nächste Ebene, wo ich eben diesen Switch habe, welche Kennzahl bist du, und zeige mir je nachdem die Kennzahl an. Also das ist im Grunde dieser Filter, der Zeilenfilter. Parallel auf derselben Ebene gibt es die Zeitlogik. Also monatlich wird daraus abgeleitet und jährlich dann auch. Genau, die sage ich gleich. Aber sind separate Measures. Dann gibt es noch die Differenz, wie gerade oben gesehen. Also die wird dann aus den jeweiligen zeitabhängigen Kennzahlen berechnet und die Prozentdifferenz genauso. Also da ist man im Grunde schon auf der vierten Ebene, also reine Rechnung, dann der Switch, die Zeitlogik und dann die Differenz. Und Prozent wäre eigentlich fast schon 5. Und wenn man dann das Ganze anzeigt, gibt es für die Differenzen noch eine Schicht, die wir gerade gesehen haben, die bestimmt, was stelle ich da. Und um noch so ein bisschen Verwirrung reinzubringen, gibt es noch das Format. Das kommt auch aus der Zeile, einfach über denselben Filter eigentlich eingesteuert, nur dass das Format ein eigenes Measure ist. So setzt sich dann eine Zelle in der Tabelle zusammen, in dem Fall. So, genau. Und dasselbe passiert auch für Budgetwerte und auch für Vorjahreswerte. Also, das ist quasi noch eine Dimension mehr, die ich jetzt hier nicht so leicht darstellen kann. Und ich habe es hier auch zusammengefasst. Im Grunde, wovon hängt so eine Zelle ab? Gliederung, KPI. Bei Divs auch die Darstellung. Und das ist im Grunde der Rechenweg. KPIs, dann die Zeit, dann die Differenz und dann die tatsächliche Anzeige. Und ja, das Gute ist, wenn eine Kennzahl dazukommt, dann muss ich zwar die ganzen Switches um eine Stelle erweitern, aber das ist absolut kompatibel. Also das Datenmodell bleibt erhalten. Das ist eben ein Eintrag mehr und ja, bedarf keiner größeren Umbauarbeiten. Genauso ist es auch schon mal passiert, dass eine bestimmte Kennzahl einfach nicht erwünscht war. Und das kann ich hier ganz einfach aussteuern, wenn ich hier einfach über den Filter gehe und sage, ist irgendwas besonders schlecht. Kommt ja vor heutzutage. Und dann mache ich hier den Total oder den Refbar mache ich mal raus. Und dann geht alles ein bisschen, sehen wir, die ist einfach ganz sauber weg, ohne irgendwelche Verwerfungen hier zu produzieren. Alle anderen Zahlen sind richtig, alle Verweise passen noch. Und so kann man das eben beliebig erweitern und ergänzen oder auch Sachen weglassen. Genau das einfach als Beispiel, wie man da auch ja in die Tiefe gehen kann bei solchen Themen. Gut, dann habe ich noch einen Bonus im Grunde, dass, weil ich das oft gefragt wurde, habe ich da noch einen kleinen Bericht gebaut. Und zwar Filtern nach Measures ist immer so ein Thema. Und da Katrin jetzt gerade nicht unterbricht, da springe ich gleich in die nächste Auswertung. Kann aber eigentlich das Hotel schließen, weil das nimmt viel Arbeitsspeicher. Die ist klein, die sollte schnell aufgehen. Genau. Genau, die ist jetzt auf Englisch gebaut, aber war einfach eine Schulungsfrage, die ich dann gelöst habe. Also ja, was wir hier sehen, sind Aufträge mit einem Betrag und
Ein Teil davon oder alles oder zu viel ist abgerechnet. Wir sehen hier auch, wie viel Prozent abgerechnet wurde. Und momentan haben beide Tabellen dieselben Werte. Interessant wird es aber, wenn dann die Anforderung kommt, ich will eigentlich nur Aufträge sehen, die, wo, also nur in der Praxis sind es eher die nicht abgerechneten, also alles unter 100%. Und wie würde ich das jetzt machen? Das klingt ja erstmal einfach, aber das hier in Power Query irgendwie vorzubereiten, ist ja natürlich möglich, indem man Summen macht. Aber wenn man jetzt flexibel sein möchte und auch so zeitdynamisch sich das angucken will, ich gehe jetzt mal, weil hier viele aus 2016 sind, schränke ich mal die Zeit drastisch ein. Wir sehen, noch sind die auch gleich. Aber was wir sehen ist, dass sich auch Werte verändern. Also wenn ich Sachen hinzu hier weiterziehe, dann kommen Werte dazu. Also das sind im Grunde keine vorberechneten Summen, sondern das bezieht sich aus den Rechnungen. Also Billing, Rechnungen ist eine separate Tabelle. Und wenn ich zum Stichtag 7.1.2017 das ansehen will, dann war der Abrechnungsstatus ein anderer, als wenn ich das jetzt heute angucke. Dann verändern sich die Zahlen. Das Problem ist, dass sich diese Prozentzahl, die ändert sich ja dann durch den Filter in der Oberfläche. Und damit kann ich zumindest nicht in Power Query das zuverlässig vorberechnen. Zumindest weiß ich nicht wie. Also bin da auch natürlich gerne offen für Anregungen, aber ich habe es in DAX gelöst, indem ich einfach nach Measures filtere. Also ich gehe mal wieder zurück, damit es repräsentativer wird. Und zwar sehe ich jetzt hier den Filter Prozentbild. Und dann sehen wir hier diese 100, die 13. Merkt euch, die 13 hat 110 Prozent. Wenn ich jetzt hier runtergehe, will die 100-prozentigen nicht mehr sehen, sind die weg. Also nur noch welche, die unter 100% Abrechnungsstand haben, weil die interessieren mich auch nur. Die Erledigten sind mir egal. Also wir sehen auch, die Summen sind unterschiedlich, weil der reagiert nur auf den Datumsfilter, aber der untere, den kann ich auch ganz extrem machen. Und hier die 0 noch mit rausnehmen, dann habe ich hier eine ganz kleine Liste, wo die Abrechnungsstände hier nur sich in diesem Bereich bewegen. Und wie ist das jetzt gemacht worden? Also dieses Prozentbild, das ist tatsächlich hier ein Parameter, weil der tut's hier auch. Aber ich habe hier ein Minimum und ein Maximum aus dem Filter und ich habe hier auch Selected Value ist einfach, ja, nee, nutze ich gar nicht. Aber was passiert denn mit dieser Tabelle? Also wo ist hier so die Magie drin? Weil wir wissen ja, wir können keine Measures, die nicht in der Tabelle sind, hier als Filter verwenden. Aber ich kann hier ein Hilfsmeasure, wir sehen, das habe ich für die Optik hier natürlich auch reingestellt, aber könnte ich auch ausblenden, dass hier relevant ist. Wir sehen, es funktioniert ja hier auch, aber die nicht relevanten sieht man halt trotzdem. Und dieser Filter relevant, da steckt das eigentlich drin. Mal gucken, was da drin ist. Ach, Filter heißt der. Ja, genau. Und was schaue ich mir da an? Ich musste die 100% extra nehmen, aber im Grunde die eigentliche Logik ist klar. Also wenn ich mir hier dieses Prozentbild, das ist ein Measure, was sich dynamisch berechnet, also wir haben ja gerade gesehen, es ändert sich im Zeitverlauf, deswegen kommen da auch andere
Einträge dazu, wenn ich die Zeit ändere. Und das muss sich aber genau zwischen Maximum und Minimum befinden. Dann steht der Relevant drin, ansonsten ist das leer. Und in dieser Tabelle mache ich mir das zunutze und sage einfach, ist nicht leer. Da sind nur die Relevanten drin. Also wenn ich hier sortiere nach Relevant, absteigend, genau, dann sehen wir, sind eigentlich dieselben. Hier ist der Rest nur mit drin. Und auf die Weise habe ich eben anhand von einem Measure und vor allem diesem dynamischen Measure, das kann ich halt nicht statisch bestimmen, meine Tabelle gefiltert. Also so über diesen Umweg, und das brauche ich eigentlich immer, wenn ich irgendwas dynamisch zum Stichtag angucken will. Ja, dann bin ich von der Zeit her an sich fast richtig. Ich habe auch keine Folien mehr. Die Folien sind hier nur Beiwerk. Also 2 Minuten für Fragen, wenn es die noch gibt. Ansonsten bin ich soweit durch. Dann vielen Dank für diese ausführliche Präsentation. Ich fand es sehr spannend. Wir können ja noch mal kurz gucken, ob noch eine Frage kommt. Sonst würde ich sagen, wir gehen gleich in die Pause. So einige müssen wahrscheinlich kurz mal ums Eck. Ja, ich auch. Nicht der Einzige. Ich glaube, das braucht keine. Genau. Aber falls noch Fragen aufkommen sollten nach dem nach der Session jetzt, bist du bei LinkedIn erreichbar. Ja, natürlich, genau. Also es steht ja auch in den Folien, wie man mich kontaktieren kann. Und ja, ich antworte auch. Sonst kennst du ja Katrin. Genau. So, gut. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank. Genau, wir sehen uns in der nächsten Session. Genau, dann viel Spaß weiterhin. Wie gesagt, super Event. Ich werde mir das nächste auch noch anschauen. Also bis dann. Dann bis gleich. Ciao. Tschüss.